Hallo Leute, hier ist der Callcenter-Crasher, heute mal mit nur einem Anruf. Ich lasse diesen einfach mal unkommentiert. Schreibt bitte gern eure Meinung über den Anruf in die Kommentare. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, hallo, begrüßen Sie, spreche ich mit Herrn Reismann, stimmt das? Ja. Mein Name ist Alexander Horak. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager von SmartFlow. Sie haben Ihre Daten hinterlassen auf unserer Plattform. Stimmt das? Und haben Sie noch interessiert mit passives Online-Einkommen? Ja? Ja, da bin ich schon noch interessiert, ja. Super. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie ganz neu? Das habe ich nicht. Es war schlecht zu verstehen. Sie nuscheln so ein wenig. Ich konnte es nicht verstehen. Okay, ich spreche noch einmal. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie ganz neu? Nee, ich habe vor vielen Jahren mal eine Aktie gekauft. Haben Sie ein bisschen Erfahrung? Okay. Haben Sie gute Erfahrungen oder schlechte? Nö, das waren damals Telekom-Aktien und die sind ja gefallen, deswegen war es nicht gut. War nicht gut, ja. Haben Sie vielleicht gearbeitet mit Analytica oder, ich weiß nicht, automatisches System oder Sie haben nur Aktien gekauft? Das ist schon 20 Jahre her. Ach so, 20 Jahre her. Okay, jetzt wir haben ein ganz super System, vollautomatisches System, welche helfen Ihnen automatisch Geld verdienen, ohne Risiko. Verstehen Sie, wenn zum Beispiel Aktien unterfallen oder noch etwas passiert, ich weiß nicht, vollautomatisches System schützen Ihre Geld. Also Sie können nichts verlieren. Also das ist Handelsrobotersystem. Und Ihr Analytiker wird Ihnen bei allem helfen. Dafür brauchen Sie nur bis zu einer Stunde Ihrer Zeit pro Woche. Alles funktioniert ganz leicht, weil es vollautomatisch ist. Verstehen Sie? Und unsere Analytiker auch machen für Ihnen Ihre persönliche Strategie zum Erfolg. Also, wenn Sie etwas noch nicht verstanden oder brauche ich mehr Informationen, unsere Analytiker kann Ihnen studieren, also erklären, wie das alles geht. Ja. Und unsere Analytiker auch installieren ganz notwendige Programme auf Ihre Telefon, also auf Ihre Handy oder auf Ihre Laptop oder Computer. Verstehen Sie? Ja? Ja. Super. Können Sie mir bitte sagen, wie viel möchten Sie ungefähr pro Monat mit uns verdienen? Ja, ich denke mal, so 1.000 € wäre gut. 1.000 €, super. Aber Sie können mit uns mehr verdienen. Also, wenn Sie sammeln ein bisschen Erfahrung bei uns, Sie können 2.000 und 3.000 und mehr verdienen, also monatlich. Okay? Also, aber jetzt, wenn Sie haben noch nie Erfahrung kennen, Sie können 2.000, 3.000 € pro Monat verdienen, okay? Ja, und was muss Mit ich, unserer Analytiker. ja, und Genau. was muss ich da investieren, um 2.000 oder 3.000 € zu investieren, zu erhalten? Nein. Haben Sie schon gedacht, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Nö, deswegen frage ich ja. Was muss Also, ich investieren, um 2.000 oder 1.000 € zu genau. erhalten? Genau. Also, das brauche ich nicht viele. Also, 250 € brauche ich investieren zum Verdienen 2.000 € und mehr. Verstehen Sie? Also, wenn Sie 250 € investieren, für ihn bekommt 2.000 € Gewinn. Oh, wie viel Prozent ist Verstehen denn Sie? das pro Monat? Das, wie viel Prozent? Das ist Sekunde. Also, Moment. Mindestens also 20, 25%. Nee, kann ja Also, nicht aber sein. bei mir, Moment, 25 bis 35% pro Monat zu verdienen. Also, wenn ich 250 € einzahle,
Und ich dann Genau. mit 25 pro Monat, dann habe ich ja nicht 2000 bis 3000 Euro. Sie haben gesagt, ich kann im Monat 2000, 3000 Euro verdienen, wenn ich 250 Euro einzahle. Das passt ja nicht. Sekunde, ach so, ich habe ein bisschen falsch erklärt im Moment. In der Praxis erhalten, meine Kunden erhalten ein mindestes Kapital, investieren bereits nach 2, 3 Monaten 2.000, 3.000 Euro Nettogewinn pro Monat. Ach so, genau, wenn sie haben noch keine Erfahrungen, sie können ein bisschen wenig verdienen, also 2, 3 Monate. Ich kann auch Ihnen zeigen, Sekunde, ich sage Ihnen, genau, also mit dem automatischen Handelssystem, Profit erhalten Sie monatlich garantiert 35% des Nettogewinns. Im Durchschnitt erhalten unsere Kunden bereits nach 2, 3 Monaten 2 bis 3.000 Euro pro Monat. Verstehen Sie, ja? Ja, okay. Genau, das ist ein bisschen, Entschuldigung, ich habe nicht richtig gelesen. Genau. Also, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, zahlen Sie nur 7% Provision. Es ist wichtig zu wissen, dass wir Provisionen nur von Ihnen Nettogewinn erhalten. Wir verdienen nur, wenn Sie verdienen. Verstehen Sie? Also, wenn Sie verdienen gut, unsere Unternehmen auch 7% Provision abnehmen. Und Sie, also das ist auch unser Interesse, wenn Sie verdienen, wir auch verdienen. Verstehen Sie? Also zusammen glücklich. Ja. Welche weitere Informationen brauchen Sie für den Anfang? Sie sagten gerade, das ist ja dann Nettogewinn. Das heißt, wie sieht das mit den Steuern Genau. aus? Also, ich habe schon gesagt, für ihn brauche ich keine Steuer bezahlen. Also, Sie können nur 7% von Ihrem Gewinn, diese Steuern bekommt zum unserer Firma. Verstehen Sie? Ja gut, aber ich muss ja Steuer bezahlen oder übernehmen Sie die Nein, Steuern? für ihn brauche ich keine Steuern bezahlen. Ja, Sie wollen, okay, also Also, muss ich selber Steuer bezahlen. das. Nein, keine Steuern bezahlen. Verstehen Sie? Sie Wieso, in können Deutschland muss man doch automatische. Steuern zahlen? Verstehen Sie? Sie handeln. Das ist Arbeit. Also für ihn bekommt nur Netto. Ja gut, Ohne Steuern. aber ich muss doch Steuern Das ist, wenn Sie. bezahlen beim Finanzamt. Verstehen Sie, wenn Sie offiziell auf Arbeit ist, zum Beispiel in Deutschland. Können Sie sagen, welchen Beruf haben Sie? Also. Nee, es geht jetzt ja nicht darum, es geht einfach darum, ob wenn ich Geld verdiene mit Ihrem Unternehmen, dann muss ich Steuern darauf zahlen Genau. oder übernehmen Sie die Steuern? Nein, nein, wir übernehmen diese Steuern. Ich habe schon Ihnen gesagt, wir abnehmen nur 7% von Ihrem Gewinn. Ja, aber Weitere Steuern, das ist ja was das ist anderes. Die unsere, Steuern, verstehen Sie? die ich beim Finanzamt bezahlen muss, übernehmen Sie die? Das ist meine Genau, Frage. diese Steuern übernehmen wir. Also bei Okay. mir steht hier ganz deutlich, ja. Also haben Sie dann im Prinzip, erstellen Sie eine Freistellungsbescheinigung für das Unternehmen, richtig? Für die Richtig, ja. Gewinnausstattung über Kapitalertragssteuer. Stimmt, ja. Ja, Ich gut. habe auch Lizenzion. Also können Sie Sie haben nicht sorgen, ich Lizenzion. kann Was haben auch. Sie denn für eine Lizenzion? Ich kann Ihnen schicken per E-Mail, wenn Sie möchten. Welches Okay? war jetzt Ihre Firma nochmal bitte? Also, meine Firma heißt Smartflow. Smartflow, ja. Genau. Okay, Also, und wenn für Ihnen unsere Lizenzion Interesse, wo ich sind. kann Ihnen diese Lizenzion. Ja, bitte? Hallo, wo sind Sie denn lizenziert? Also, Moment, ich nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Wo sind Sie lizenziert als Finanzdienstleister? Also direkt in Deutschland. Also bei der Also ich kann BaFin?
Genau. Ah ja, Also ich okay. kann jetzt, genau, ich kann jetzt Ihnen alles schicken, wenn Sie möchten, Nee, wenn für das Ihnen können Sie das mir einfach Interesse. nennen. Das können Sie mir einfach nennen. Dann nennen Sie mir mal bitte Ihre BaFin-ID. BaFin-ID, Sekunde. Ja. Ich muss das finden. Moment. Moment. Also unsere Lizenz, also 985352. 985352. Genau. Okay, dann schauen wir doch mal bei der BaFin. Genau. Also Smart Flow. Genau, ich kann Ihnen alles schicken, wenn Sie möchten, das dauert Nee, Zeit. ich habe also 985352. Genau, stimmt. Nee, da gibt es keine Lizenz mit der Nummer bei der BaFin. Keine. Nein, keine. Moment. Wenn Sie möchten, ich kann diese Nee, Info schicken. nein, ich habe es doch gerade überprüft. Lizenz. Haben Sie mir die falsche BaFin-ID gegeben? Nein, Ja, aber. das ist ganz richtig, also Lizenz. Nee, die Lizenz gibt es nicht bei der BaFin. Ich habe es gerade online überprüft. Wo haben Sie das überprüft? Auf der Seite der BaFin. Das kann man einfach online überprüfen. Also haben Sie gar keine Lizenz. Bei mir steht, wir haben Lizenz Ja, und aber ich habe es gerade überprüft. Diese Nummer, die Sie mir genannt haben, ist bei der BaFin nicht registriert. Also haben Sie keine Lizenz. Sekunde. Also wirklich bei uns ist da diese Lizenz. Ich habe auch umgeprüft, alles ist da. Nee, ist nicht da. Gehen Sie doch mal auf die Webseite der BaFin und geben die Nummer ein. Ja. Sekunde. Also, diese Lizenz bekommen am 2002. Jahr. Gehen Sie doch mal auf die Webseite der BaFin. Kennen Sie die Webseite der BaFin? Hallo? Ja, ich höre. Ja, Moment. kennen Sie die Webseite der BaFin? Ja Nein, oder nein? also bei mir Ja oder nein? nein, Kennen Sie nicht? nein. Sehen Sie, dann können Sie ja Ich gar kann nicht das nicht. überprüfen, dann können Sie gar nicht überprüfen, ob Sie eine Lizenz bei der BaFin haben, wenn Sie die Webseite der BaFin nicht kennen. Verzeihen Sie, aber bei mir steht hier Ja, im ich weiß nicht, PDF-Format meine Lizenzen. wer hat Ihnen das geschrieben? Der Chef, ne? Der. Also genau. Also war es der Chef. Also ist der Chef ein Genau, Betrüger. das war welcher? Nein. Doch, natürlich. Wenn der Ihnen sagt, Sie sind bei der BaFin registriert unter der Nummer und ich überprüfe das und die Angaben des Chefs stimmen nicht, dann ist der Chef ein Betrüger. Ganz einfach. Nein, ich weiß nicht, weil hier bei mir steht ganz deutlich, das ist Ja, normale Lizenzierung wie dann gehen Sie doch alle. mal auf die Webseite der BaFin. Da können Sie das überprüfen. Einfach mal auf die Webseite der BaFin. Ja, ganz einfach. Und da können Sie selber überprüfen, ob die Lizenz echt ist. Und dann sollten Sie sich vielleicht überlegen, wenn Sie diese Nummer eingeben und feststellen, da gibt es keine Lizenz, dann sollten Sie sich ganz schnell einen neuen Job suchen, bevor Sie verhaftet werden. Ich weiß nicht, Ja, das ist also das denken Sie, Problem. aber bei mir steht Nein. ganz deutlich, wir haben. Ja, das steht bei Ihnen. Wer hat das geschrieben? Der Chef. Dann schauen Sie doch mal Wieso, Chef? auf die Webseite der BaFin. Verstehen Sie, das alles registriert direkt in Deutschland. Ja, aber Ich nicht. weiß nicht, was. Wer hat das geschrieben? Der Chef. Bei der BaFin sind Sie Wieso nicht das? gelistet. Wieso das? Wir haben Ja. viele Dokumente. Ja, aber Sie haben keine rechtlichen, richtigen Dokumente. Das ist alles falsch. Das stimmt nicht. Die BaFin hat sie nicht registriert und reguliert. Ich habe es Also, eben verstehen überprüft.
Wenn Sie Ihrem Chef glauben, okay, dann können Sie einfach da sitzen bleiben, den Leuten irgendwas erzählen und am Ende verhaftet werden, weil Sie damit mitschuldig sind am Betrug. Sollten Sie sich mal überlegen, ob Keine das so Ahnung. sinnvoll ist. Also, Ja, gehen Sie sehen mal Sie, nach. ich weiß nicht, über welche Betrüger erklären Sie mich. Ja, Also, ich. bei mir, Vielleicht hören Sie also, einfach wir mal haben sehr zu. viel. Gehen Sie doch auf die Webseite der BaFin. Ist Ihnen das bekannt, die Webseite der BaFin? So, Moment. Nicht einfach bei Google eingeben, BaFin. Okay, Sekunde. Sekunde. Moment. Das dauert aber lange, so viel einzugeben ist da ja nicht. So, in Google, ich habe nichts gefunden. Was haben Sie denn da eingegeben? Also, Buffett, ja? Muss sein, Buffett. Nein, BaFin. Sie wissen ja noch Ah, nicht mal, wie das. BaFin, ach so. Ah, Sie wissen ja noch nicht mal, wie die Webseite der BaFin ist. Und Sie wollen da reguliert sein? Ei, 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 ei. Das ist ja so ein übler Betrug bei Ihnen. Ja, gehen Sie mal auf die Webseite der BaFin. Sie wissen ja. Okay, ich habe schon gefunden, Ja, ja, und diese was Seite. sehen Sie? Was sehen Sie? Sekunde. Was sehen Sie? Ja, Moment, Sie schauen. Unternehmensdatenbank. Unternehmensdatenbank. Prima. Genau. So. Und dann? Dann geben Sie da mal ein. Unter ID geben Sie mal Ihre Nummer ein. Hier steht noch Bedienungsnachweise zu Unternehmen. Banken. Warte, was steht da? Können Sie nicht lesen? Ja, ich kann das. Moment. Also Inhalt. Bedienungshinweise zu Unternehmen Datenbank. Hier muss klicken oder so. Nee, dann sind ja nur die Bedienungsanleitung. Sie sollen die Wo haben Unternehmensdatenbank Sie? aufmachen. Für mich interessant, wo haben Sie das gefunden? Bei der BaFin. Ich habe auch auf dieser Seite. So, was sehen Sie denn auf der BaFin-Startseite? Was sehen Sie? Unternehmen verbrauchen internationales Recht regulieren. Gut, und darüber sehen Sie dann Suchtext. Ja. Da geben Sie mal ein Unternehmensdatenbank. Geben Sie einfach mal ein Unternehmens. Und dann macht ein vorgeschlagene Suchbegriffe Unternehmensdatenbank. Okay, Unternehmensdatenbank. Okay. Genau, ich habe schon. So. Und was sehen Sie da jetzt? Jetzt bei mir steht Moment, Sekunde. Unternehmensdatenbank Hinweis zum KAGB.
Erlauterungen zu den Unternehmen, direkt zur Unternehmensbank. Genau, direkt zur Unternehmensdatenbank. Okay, und dann Unternehmen, ja? Dann sehen Sie da, was sehen Sie jetzt? Unternehmen, ID, also Kategorie. Genau. Dann geben Sie bei ID mal Ihre Nummer ein. 985352. Okay. Und dann klicken Sie auf Suche. Das schwarze Kästchen, Suche. Sekunde. Und? Keine Ergebnisse. Sage ich ja. Sie sind nicht bei der BaFin reguliert und gelistet. Da hat der Chef Sie belogen. Das ist wirklich komisch. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß aber. Der Chef hat Sie verarscht. Der hat Ihnen was erzählt, was nicht wahr ist. Sie bei mir steht, also verstehen Sie, ich habe mit vielen Menschen gesprochen und unsere Kunden hat gesagt, richtig, also verdienen ohne Probleme. Nein. Unsere Analytiker helfen und weiter so. Haben Sie schon mal persönlich mit jemandem gesprochen, der wo die Auszahlung geklappt hat? Persönlich? Genau. Nee, persönlich, ich habe gesprochen und Geld unserer Kunden kann austeilen direkt auf persönliche Konto. Ich habe das alles, Bei mir steht hier sehr deutlich, verstehen Sie? Was steht bei Ihnen? Verstehen Sie, wenn wir irgendwelche Verstöße hatten, würde uns diese Lizenz anzogen und das kostet 2 Millionen Euro, verstehen Sie? Wenn etwas schief gelaufen oder ich weiß nicht. Also dann, wir müssen Strafe bezahlen, verstehen Sie? Ja gut, okay. Ich weiß nicht, was haben Sie das gesagt? Über welche Betrüge, verstehen Sie? Ja, Sie haben doch gesagt... Wenn etwas... Hören Sie doch einfach mal zu. Sie haben ja gesagt, Sie wären bei der BaFin lizenziert. Und jetzt haben Sie selber gesehen, dass Sie da nicht lizenziert sind. Also sind Sie eine Betrügerfirma. Ganz klar. Ich weiß nicht, welche offizielle Betrügerfirma, wenn bei mir ganz deutlich steht, wenn etwas schiefgelaufen oder Probleme mit Quatsch. Lizenzen, nein, wir müssen bezahlen. Sie haben keine Millionen Lizenz. Euro. Verstehen Sie es immer, Sie haben keine Lizenz. Und Sie geben vor, eine Lizenz zu haben. Aber das stimmt nicht, das haben Sie selber gerade gesehen. Das ist alles Lug und Betrug. Verstehen Sie, ich kann Ihnen alle Daten schicken direkt per WhatsApp. Nein, brauche ich nicht. Ich weiß ja. Sagen Sie doch mal, wie war Ihre Webseite nochmal? Smart Flow. Smart. Ich kann auch. Nee, brauchen Sie gar nicht. Nein. Smartflow und dann Punkt. Komm. Sekunde. Wir sagen Ihnen jetzt Moment. Sekunde. Wir kennen Ihre eigene Webseite nicht, ist komisch, ne? Wenn man da arbeitet, sollte man doch eigentlich wissen, wie die eigene Webseite heißt. Wenn Sie jetzt noch einen Sie wechseln so oft Ihre Webseiten, dass Sie schon gar nicht merken können, ne? Sekunde bitte. Ja, es dauert Sekunden. Ich habe verstehen Sie, dass diese Webseite, Sekunde, Moment. Sekunde. Ja, ich höre immer nur Sekunde.
Fällt schon langsam auf, ne? Sie als Kundenberater sollten doch sofort und aus dem FF sagen können, wie Ihre Webseite heißt und so weiter. Und Ihnen fällt ja nicht mal ein, wie Ihre eigene Webseite heißt. Okay, ich habe schon. Sekunde. Also, Na? das ist so lang, verstehen Sie? Also, ich habe Link, also Nein, nein, Sie sollen mir nur Webseite. sagen, geben Sie mir nur den Namen Ihrer Webseite. Smartflow.com oder .de? Punkt. Smartflow.de. Gut, dann suchen wir doch mal nach Smartflow.de. So. So, zack. So, gibt's gar nicht. Smartflow.de. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Okay, dann können Sie schauen, HTTPS Doppelpunkt zwei Striche registrieren Punkt FSA Punkt ORG Punkt UK. Das hat ja nichts, das ist ja nicht Ihre Webseite. Ich möchte Ihre Webseite haben. Das ist unsere offizielle Webseite. Nein. Wie heißt das? Buchstabieren Sie nochmal. Also, ich noch einmal wiederholen. Vielleicht besser sein, wenn ich schicken Ihnen ganze Informationen Nein, per nein, nein, E-Mail. Sie müssen das Weil das ist HTTP. so, Hören meinen Sie Sie, doch das einfach ist mal so. zu. Mein Gott, reden Sie nicht immer. Hören Sie einfach mal zu. Das HTTPS, das können Sie weglassen. Sagen Sie einfach nur den Titel der Webseite. Also, ich wiederhole noch einmal. Registrier.fca. Aha, Sie sind also auf der Webseite der FCA. Gut, okay, prima. Dann schauen wir danach. Kein Problem. So, dann schauen wir doch mal. Bei der FCA. Okay. Und da haben Sie ja dann auch eine FCA-Regulierungsnummer. Eine Sekunde. Mein Gott, das ist wirklich zu lang. Verstehen Sie besser, Nein, dass die alle schicken Regulierungsnummer direkt sind per. sechs Zahlen. Sechs Zahlen sind die Regulierungsnummer. Sekunde. Sechs Zahlen. Also, sechs Zahlen. Also 9, 8, 5, 3, 5, 2. Das ist dieselbe Nummer wie bei der BaFin. 985352. Das ist dieselbe Nummer bei der Genau. BaFin. Okay, dann suchen wir mal bei der FCA. Nee, auch da ist sie nicht. So, Smartflow, genau, okay. Also sind Sie bei der FCA reguliert. Okay, dann überprüfen wir das doch einfach mal. So, dann schauen wir. Mein Gott. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind bei der BaFin reguliert unter der Nummer. Haben Sie mir gesagt, deswegen habe ich bei der BaFin geguckt. So. Vielleicht ich habe falsch verstanden, Ach, Entschuldigung. BaFin ist ja ganz gleich zu verstehen mit FCA. Ja, das ist vom Wort her so ähnlich, natürlich, ganz klar. Und jetzt haben Sie schon etwas gefunden. Ja, natürlich habe ich etwas gefunden. Gut. Und wo? Super. Ja, prima. Und wo ist der Sitz dieser Firma? Mein Gott, noch das. Das ist, verstehen Sie, ich kann Ihnen alles Nee, das haben direkt Sie jetzt. schicken und Jetzt Sie haben können Sie. nicht so lange sprechen. Okay, Ja, also. wollen Sie nicht so lange sprechen? Kein Problem, dann lege ich auf. Kein Problem, wenn Sie keine Lust Okay, haben. okay. Kein Okay, dann Problem. ich kann weiter. Moment, okay, Also, kein Problem, dann ich bitte kann jetzt die weiter. Adresse. Okay, unsere An Adresse. Sekunde. Also, das ist. Moment. Unser Hauptsitz befindet sich in der 3. Also, wir arbeiten in London, United Kingdom. Sekunde. Unser Büro. Unser deutsches Büro befindet sich im IHC. Die Adresse der Firma, die Hauptadresse der Firma möchte ich gerne Genau, wissen. ich sage, also IHC.
Bindestrich, Hochhaus, Komma, Friedrichstraße, haben Sie? Das ist nicht die Adresse, mit der Sie bei der FCA reguliert genau. sind. Genau. Ist es nicht? Also, ist es nicht? Also ich sage Ihnen Straße. Also Friedrichstraße 95, unsere Postleitzahl 10117, Berlin. Friedrichstraße, gut, versuchen wir das nochmal. Friedrichstraße. Welche Nummer? 95. 95 in Berlin. Genau, also Postleitzahl, das ist 10117, Berlin. So, dann schauen wir doch mal. So, da haben wir das. Und da sind Sie jetzt gerade? Genau. Mhm. Okay, das Komische ist nur, warum rufen Sie dann mit einer Nummer aus Belgien an? Verstehen Sie, das ist, also wir haben sehr viele, Ja, aber Sie scheinen es scheinbar gar nicht zu verstehen, oder? Wie bitte? Sie scheinen ja nicht mal das zu verstehen. Sie rufen aus Belgien an, sind eine angebliche deutsche Firma, die bei der BaFin reguliert sind, sitzen aber dann in England. Verstehen Sie, wir nee, ich verstehe überall. Nicht. Sie verstehen scheinbar nicht. Das, was Sie machen, ist jetzt schon illegal. Sie sind einfach illegal. Wo habe ich Ihnen denn die Genehmigung erteilt, mich anzurufen? Das sogenannte Double Opt-in. Wo haben Sie... Verstehen Sie, nee, ich verstehe gar nicht. Ich frage jetzt nach. Wo haben Sie mein Double Opt-in eingeholt? Double eingeholt. Ja, wo denn? Double. Okay, welchen Code haben Sie mir zugesendet? Also ich habe schon alles Ihnen erklärt. Nein, haben Sie nicht. Ich frage jetzt nochmal. Wann habe ich Ihnen das Double Opt-in gegeben, mich anzurufen? Wann habe ich Ihnen die Anrufgenehmigung erteilt? Also, das müssen Sie mir jetzt sagen. Oder verbinden Sie mich mit Ihrem Datenschutzbeauftragten? Moment. Hallo. 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 Aufwachen. Oder ist Ihr Telefon wieder kaputt? Verstehen Sie. Okay, ich habe schon geklärt. Also, wir haben diese Telefonnummer, weil, verstehen Sie, das ist kostenlose Telefonnummer. Und für das habe ich, das und habe für ich, uns. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe, wann habe ich Ihnen die Anruferlaubnis erteilt, dass Sie mich anrufen dürfen? Sie verstehen noch nicht mal Deutsch, ne? Also heute bekommt Ihre Daten. Ja, haben Sie meine Daten bekommen. Das mag ja durchaus sein. Aber Sie müssen dafür ein Double Opt-in einholen. Dazu müssen Sie mir einen Code schicken, den ich dann auf Ihrer Webseite bestätigen muss. Das habe ich nicht getan. Ich habe Ihnen keinen Double Opt-in gegeben. Sie dürfen mich also, gar nicht an... Nein, ich verstehe nicht. Vor allem verstehe ich nicht. Sie rufen mich an. Sie wollen Geld mit mir verdienen und haben noch nicht mal die Genehmigung, nach deutschem Recht mich anzurufen. Das, was Sie machen, ist ein gewerbsmäßiger Betrug. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass Sie ohne Genehmigung anrufen. Das ist also ein kalter Werbeanruf. Ist in jedem Fall verboten in Deutschland. Sie rufen in Deutschland an, Sie müssen sich daran halten. Und Sie halten scheinbar nicht so viel von Gesetzen.
Verstehen Sie, Ich verstehe gar nichts. Ich möchte jetzt erstmal nur wissen, wann ich Ihnen die Genehmigung erteilt habe, mich anzurufen. Wann haben Sie das Double Opt-in erhalten von mir? Das müssen Sie mir sagen. Sie haben sofort registriert auf unserer Plattform Das hat und damit nichts zu ich tun. sofort. Das hat damit nichts zu tun. So Sie nicht. wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Was ist das? Ja, Also verstehen Sie, ich sehen Sie, bin nur das ist das Problem. Kontoberater. Das Ich weiß Problem, nicht Sie wissen, wirklich, was ist das das. Problem ist, Sie wissen gar nicht, was ein Double Opt-in ist. Es kehrt Sie einen Scheißdreck, was deutsche Gesetze sind. Sie verstoßen gegen deutsches Recht. Sie rufen an ohne eine Genehmigung. Das genau ist der Fakt. Verstehen Sie, Ich das ist verstehe ein gar bisschen nicht. Sie müssen komisch. nicht dauernd sagen, verstehen Sie. Ich verstehe Sie ganz gut. Vor allem verstehe ich, dass Sie illegal arbeiten. Sie müssen ein Double Opt-in haben. Sie müssen eine Genehmigung haben. Und das kommt nicht dadurch, dass man sich irgendwo einträgt. Wenn man sich irgendwo einträgt, dann kann man höchstens eine SMS kriegen mit einem Code, den man dann bestätigen muss. Habe ich von Ihnen nicht bekommen. Ich habe keine SMS von Ihnen bekommen. Sie haben mich direkt angerufen und das ist rechtlich verboten. Haben Sie es jetzt verstanden? Ich habe das erst einmal, also das gehört, das ist Ja, ein bisschen komisch, dass es das ist falsche Gesetz. Code muss bekommt. Das Das ist ist Gesetz. komisch. Informieren Sie sich mal darüber, was Double Opt-in ist. Da sehen Sie schon mal, dass Sie kein seriöses. Verstehen Sie, Nee, ich das verstehe wissen nicht mehr. unsere. So langsam verstehe ich keinen Spaß mehr. Ewig dieses Verstehen Sie. Ich verstehe, ich war vor allem verstehe ich was von Gesetzen im Gegensatz zu Ihnen. Also haben Sie Ja. kein Double Opt-in. Dann geben Sie mich doch an den Datenschutzbeauftragten weiter. Datenschutz, welcher Datenschutz möchten Sie? Den Datenschutzbeauftragten. Sie verstehen wirklich kein Deutsch. Wissen Sie, was ein Datenschutzbeauftragter ist? Verstehen Sie, ich bin Ich nur verstehe nicht. Wenn Sie Kontoberater, doch ich weiß einmal nicht, sagen, welcher. verstehen Sie, werde ich sofort auflegen. Meine Herren. Geben Sie mich an. Wissen Sie, was ein Datenschutzbeauftragter ist? Nein, ich weiß nicht, welcher Okay, Datenschutz muss alles sein. klar. Verstehen Sie? Datenschutzbeauftragter. Sie verstehen gar nichts, was außer dem, was in Ihrem Skript steht. Und sonst verstehen Sie gar nichts. Vielleicht darf ich mit Ihnen verbinden per E-Mail und dann wir können Nee, weiterreden. nein, nein, nein. Ich habe kein Weil Interesse. ich Ich wirklich, habe, ich weiß nicht, ich kann lassen Sie diese mich mal ausreden. Informationen suchen Ich von habe kein Ihnen, wenn Sie Interesse mehr möchten. mit einer Firma, die so die Gesetze mit Füßen tritt. Habe ich kein Interesse. Die belügt. Habe ich kein Interesse. Ich Dann arbeite können mit Sie mir bitte seriösen auch Firmen sagen. zusammen und Ihre Firma ist nicht seriös, wenn sie das Gesetz bricht. Aber Sie haben unsere Webseite gefunden. Ja, Und und das weitere heißt ja nicht, Daten haben dass Sie Sie. alles gefunden. Ja, das heißt, ja, vor allem habe ich die BaFin gefunden. Ja. Das Genau, und ist, Sie haben BAföG ja, gefunden. ja. Und Und Sie sind nicht bei der BaFin reguliert, wie Sie gesagt haben. Da haben Sie schon gelogen. mein Gott, das Ja. ist wirklich Das ist wichtig, komisch für ja. mich. Ja, es ist komisch für Sie. Das ist mir völlig klar. Wahrscheinlich sind die anderen Verstehen Sie, Leute, die Sie anrufen, ich die anderen habe. Opfer nicht so schlau überprüfen das. Ich überprüfe sowas und ich weiß, dass Sie eine Verstehen Sie, Firma sind, die nicht legal arbeitet. das ist so lang, das erklären Ihnen, verstehen Sie? Und ich habe diese Information auf Computer und ich kann alles schicken für Ihnen. Ja, schicken Sie Verstehen einfach. Sie? Schicken Sie Ich einfach habe mal. keine Zeit auch mit Ihnen so lang mit dieser Information alles Ja, zu das kann ich mir schon stacken. vorstellen. Das kann ich mir Verstehen vorstellen. Sie? Ich bin nur Das kann ich Kontoberater mir für schon Ihnen. vorstellen. Schicken Sie einfach per Das E-Mail. war's. Ja, mehr machen Sie Mein Gott, nicht. das ist wirklich für mich interessant, ob möchten Sie gerne Geld verdienen oder nicht? Bei Ihrer Firma nicht, nein. Wenn Wieso Sie, nicht? Weil Sie haben etwas nicht gefunden. nein, Vielleicht diese ich, Webseite nein, nicht weil Sie gearbeitet oder gelogen so. haben.
Weil sie gelogen haben und die Gesetze nicht recht respektieren. Deswegen. Das ist, ich habe zuerst gehört, wenn Menschen so ordentlich alles suchen. Verstehen Sie? Was? Verstehen Sie nicht? Nein. Sortieren Sie bei Ihre Worte. Nein, verstehen Sie? Ich nein, habe ich nicht verstehe verstanden, nicht. Warum deswegen so frage ich ja. Verstehen Sie? Nein, ich verstehe warum nicht. So ordentlich? Ich verstehe Sie nicht. Haben okay, auf Wiederhören, danke schön. Ja, tschüss, Betrüger.